Hallo, hallo und herzlich willkommen und gleich mal Fotos gemacht. Ja, wir sind auf dem Plärrer mit Altai. Bin gespannt, wie das wird mit ihm. Noch ist er ganz ruhig, dass er irgendwas fahren will oder so. Schau, Mille, 1,20 Meter steht da, weil Mille meint, ob er andere Sachen auch mit Altai fahren kann, aber naja, nicht so einfach. Oh nee, da fahre nicht mal ich. Doch, doch, da. Ab. Ja. Da, nimm mal. Altai. Altai, tschüss. Eigentlich voller vorgestellt, muss ich ehrlich gestehen, aber es ist im Rahmen, ist okay, man kommt überall dran, es ist ganz normal, kann man sagen. Und Altai macht es echt gut mit. Einmal hat er gezückt, weil er nicht raus wollte, und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen woanders hin, hat man die zwei. Bist du gegen die Scheibe geklatscht? Es ist zu. Oh mein Gott, was macht die Oma? Ich? Nein, nein, hier. Ich? Nasıl kafanı çarptın aynaya? Oh, oh, orada aynalar mı vardı? Hayır, ben seni dünyanın güzeli. Es geht wieder nach Hause und Altai ärgert Milay die ganze Zeit. Okay, wenn er nicht glaubt, tschüss. Oh, Halaki, nicht ärgern. Nein, nein, nein. Und mit einem leeren Kinderwagen geht's nach Hause. Ich habe den Kinderwagen mitgenommen jetzt wieder, weil ich verlasse mich nicht auf Hakan und Ilkay. Die können es zwar auch bringen, aber nicht, dass sie es vergessen und ich habe dann keinen Kinderwagen, wenn Altai wieder zu mir kommt. Ich nehme den jetzt einfach mit im Bus. Ist ja ganz easy mittlerweile. Ja, es hat Spaß gemacht. Wir haben Tee getrunken ein bisschen. Ja, und dann nach Hause. Nach dem Plärrer habe ich den Vlog nicht mehr weitergemacht. Ich wollte den ersten Schultag filmen von der Milay. Und ich habe hier gebügelt und so. Ich habe mir gedacht, die kommt ein bisschen später. Und was passiert? Die Tür geht auf und Milay geht zur Tür rein. Genau, heute ist erst der Schultag. Ich habe jetzt den Vlog ein bisschen rausgeschoben. Und Milay, wie fühlst du dich? Gut. Gut? Und? Alles in Ordnung? Ja. Jedes Jahr am Schulanfang werden neue Bögen ausgefüllt mit Notfallbögen. Was Bögen? Notfallbögen. Notfallbögen, ja genau, wo die Nummern aktualisiert werden, Adressen aktualisiert werden und da ist jetzt Milay gerade dran. Feier des Tages geht es jetzt Eis essen. Das ist bei uns Routine einfach mit der Milay. Das machen wir immer. Eis essen, wenn was Bestimmtes ist. Zum Beispiel heute zum Schulanfang. Vorhin habe ich euch ja ganz kurz mitgefilmt. Milay hat da ein paar Fragen beantwortet über Bibi Blocksberg.
Milly hat ja Bibi Blocksberg geliebt und ihr Song Der Affe ist los, wisst ihr ja auch. Und deswegen hat sie ein paar Fragen beantwortet, wie es damals war. Milly, wie war's? Interview? Ich war aufgeregt. Warst du aufgeregt? Wo bist du? Aufgeregt, aber hat sich gut angefühlt. Meine Brille ist irgendwie nicht so. War das eine Ehre für dich? Ja. Ja, okay, also wir gehen jetzt. Ist da keine Sahne drin, Milly? Warum? Du hast doch gesagt, da ist keine Sahne. Ich dachte, aber es ist doch. Okay. Also, wir haben jetzt Milly's Freundin getroffen, wen bist du? Also nicht Freundin, darf ich gar nicht sagen, gell? Milly's Sissi. Und die Mama und die haben wir gleich mitgenommen, die sind jetzt auch mit dabei. Die haben noch nicht bekommen, aber ich habe meinen Walnussbecher. Ein kleiner Abstecher zu Norma, weil wir kein Brot zu Hause haben. Ja, eigentlich gibt es hier nichts mehr, wir brauchen gar nicht viel rumschauen. Kommst du? Kommst du? Die sucht bestimmt was zum Trinken wieder. Zurück zu Hause, ich habe doch noch den gekauft. Paprika, Milch, einen habe ich gekauft. Oh ja, Brot habe ich euch gezeigt und doch, nein, so rum, genau. Die hat sich Milly mitgenommen. Das sind nicht die Originalen, das sind die Snacks, glaube ich, genau. Mit Milch, da hinten liegt eine Apfelschorle und Mezzomix. Ich glaube, das hat irgendwie Gian da abgelegt. Gerade noch eingefangen. Ich bereite hier Essen vor, aber ihr werdet jetzt denken, was ist das für ein Kombi? Also, ich mache in der Pfanne Sucuk. Ich habe hier noch Kartoffelsalat. Ich habe hier noch ein Schnitzel. Ich habe hier ein gekochtes Ei und Paprika, einfach aus der Türkei. Und dazu gibt es noch Brot. So ein Kombi, einfach zusammengewürfelt. Ich hätte jetzt zum Kartoffelsalat so Würstchen oder machen können, habe ich leider nicht. Und deswegen ist mir Sucuk eingefallen, dass ich einfach jetzt mal mache. Schmeckt auch gut. Ei, es werde ich essen, denke ich mal. Ja, so sieht unser Abendessen heute aus. Ich habe jetzt den Tisch gedeckt. Milly sagt, Mama, was ist das für eine Kombi? Habe ich gesagt, das ist eine Kombi. Alles essen, was man im Haus hat. So, genau. Mit Käse, Sucuk, Paprika, das ist mein Teller, Milly's Teller. Die Gian ist im Fußballtraining, der isst erst, wenn er wieder nach Hause kommt. Mit dem Becher schafft Milly tatsächlich ihre 2 Liter. Denke ich mal, dass es 2 Liter ist. Sie trinkt alles aus, da sind nur noch so Eiswürfel drin. Das sind so Eiswürfel aus Kunststoff, die ihnen einfüllen. Die kann man dann ins Wasser reinschmeißen. Die benutzt sie so gern. Ja, geschafft. Und ich beende jetzt mein Video. Ein Video, der 2 Tage lang gedauert hat. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen, abonniert gerne unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.